So, willkommen zurück zu Final Fantasy 13. Also wir probieren jetzt einfach mal wieder hier Bosslein zu kriegen, der irgendwie der Meinung ist, gerade sehr viele Lebenspunkte auf Vorrat zu halten, so in den letzten 10 Sekunden des Spiels. Was zum Kling, Punkt aufs Ende. So, einmal wieder auf Blitzschlag zurück. Um ihn mal ein bisschen in Schock zu holen. So, bevor er jetzt aus dem Schock rausgeht, in den Schock kommt, nochmal eben schnell kurz nochmal durchgeheilt. Bam, da ist der Schock. Warum kommt er jetzt gerade eben wieder nur so wenig Schaden durch? Aha. Hä? So, wurde ja auch Zeit. Na ja gut. Kobalt bekommen. Fein. So, jetzt können wir uns die Kiste hier schnappen. So, Kiste. Analysator. So, ich schaue jetzt gleich mal, ob ich irgendwie die Waffen aufwerten kann von Feng und von Hope. Das ist die einzige Sache, die mir da noch fehlt jetzt so wirklich. Beiden Waffen wollen und wollen sich einfach nicht nochmal erhöhen. Modifizieren Waffen. Chaosschwert, Danep, nein. Nein, Falkenauge. Und nicht. Womit kann ich das Falkenauge erhöhen? Und die Klingenlanze. Womit? Na gut, dann schaue ich mal. Wir haben hier diese komischen Reife nach Alphabet sortieren. Was war denn das? Windhalstuch? ATB-Balken. Genau. Windhalstuch. Ach so, Hope. Hat noch keins davon, schade. Ja, das von Lightning versuche ich jetzt mal ein bisschen aufzubessern. Bomberhülle. Ja, da können wir mal alle draufhauen. Jo. Trumpf. Was auch immer Trumpf sein wird. Aber wir werden es sicherlich noch mal herausfinden. Reißzähne, ja. Kling. Und kling. Supraleiter, zu teuer. Ja. Was kann ich hier? Kobalt. Ich mach's einfach. Einmal. Ja. Ausweichbonus. Okay. Flinkstiefel sind das jetzt. Wow. Ja. Machen wir den hier mal. Teufelsohren, ja. Zimtkerze, nee. Ja, einen können wir davon verschwenden. So, dann mache ich hier mal ganz kurz eine kleine Pause. Bis gleich.
So, Entschuldigung mal wieder für die kleine Unterbrechung. Mir wurde etwas gesagt. Und zwar muss ich mal ganz kurz schauen, wo habe ich denn nach Kategorie sortieren? Die Waffen für Lightning. Ach nee, Waffen für Lightning. Welche waren die? Was war denn das? Oratus Sturmklinge, was das? Oder was doch eher das? Ah, ich weiß es nicht mehr. Wie grausam. Ich suche jetzt immer noch diese... Mann, echt. So ein Kack. Wie hieß denn das Ding? Oder habe ich das verkauft? Ich schaue noch mal im Dings nach, in den Geschäften. Ballisto-Bazaar kaufen. Fanalsturmklinge. Säbelkarabiner. Gladius. Okay, das sind alles drei Waffen für Lightning. Und die hier waren nicht dabei. Deswegen kaufe ich mir die jetzt. Kling. Jo. So, und zwar ist mir etwas, wurde mir etwas ganz, ganz Wichtiges gesagt. So, wo haben wir den Großhandel Brock? War das hier? Das war ein Zügel intensiver Flammen als Fluxkatalysator. Anzahl 2. Gut. Und zwar wurde mir... Ach, ich brauche doch noch eine Sache. Na, komm. Gesagt... dass die Waffe, die ich habe, für Lightning wirkt, nur den Angriffsbonus erhöht. Dieser Angriffsbonus bringt mir aber herzlich wenig, wenn ich viel Magie brauche mit Lightning unter anderem wegen ihr wisst schon, Verheerer und so. Deswegen modifiziere ich jetzt eine ganz bestimmte Waffe nach Kategorie, und zwar diese hier. Das ist die Startwaffe von Lightning. Okay, zweifacher EP-Bonus. Ganz, ganz wichtig, wie gesagt. So, weil jetzt kann ich den ganzen Kram wesentlich fixer leveln, und ich hoffe, dass das passt. Zing. Auf Stufe 7 aufgewertet. Na komm. Weil, wenn das alles passt und so weiter, dann werde ich nämlich weit mehr Schaden machen mit Lightning. So. Dann Tesla-Turbine. Die kostet so viel Supraleiter. Ach, ich
Oder eine Tesla-Turbine drauf, glaube ich. Eine einzige. Bam. So, wie ihr seht, ein gleichmäßiger Anstieg. In einigen Sachen hier. So, wir müssen hier jetzt gleich nochmal einmal kurz einen Cut machen. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Aufwertrunde wieder. Bis gleich.